Ja, so werde ich das auch machen. Ich werde die Mauer höher ziehen dann an den Stellen. Letzte Axt hier. So. So, zack, wären wir damit durch. Wobei hier, das ist zum Beispiel super leichtes Terraforming. Da nehmen wir mal eben kurz hier so ein bisschen was von ab. Er soll halt nur nicht unnatürlich aussehen. Das ist wichtig für mich, dass es halt nicht so krass unnatürlich aussieht. Ich glaube, dann könnte man das tatsächlich echt ein bisschen mit Terraform regeln. Ich glaube, das wäre dann fast angebrachter. Hier kann man eigentlich eine Scheibe einfach abschneiden, weil das geht ja so oder so über. Puh, boah, ich dachte gerade, jetzt falle ich aber tief, ey. Weil wollte ich doch nur schlafen gehen. So. Ist ja gleich schon wieder Nacht. Mein Gott, 42 Minuten schon wieder rum. Hilfe, Hilfe, wo ist die Zeit geblieben? Aber ruhig mal was trinken, das ist wichtig. So. Lange haben wir nicht mehr. Jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie wir so ein Burgtor bauen wollen. Ja. Ist natürlich eine sehr, sehr gute und große Frage. Ich meine, das Tor sollte drei breit sein, ungefähr. Hier hinkommen. Gott, hier müssen wir definitiv terraformen, sonst kommen wir hier definitiv auch nicht mit unserer Straße hoch. Das ist ein Unding, das geht gar nicht. So. So breit sollte das Tor schon sein. Ja. Wie baut man da am besten, am sinnvollsten Tor? Ich hole mal eben kurz die Steinziegel, die wir haben. Ich glaube, das ergibt schon Sinn. Das ergibt dann doch schon Sinn. Ne, die waren ganz hinten, ne? Ja, da war Erde. Hier waren Steinziegel. Kommen die erstmal weg. So, drei Stacks, die werden ja wohl reichen für ein Burgtor. Massives Burgtor, drei Stacks Steine dafür gebraucht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier doch ein bisschen was umzubauen, beziehungsweise das hier zu machen und ein kleineres Burgtor quasi zu bauen, weil ich jetzt nicht unbedingt euch das nochmal antun wollte mit einem weiteren Umzug nach da hinten hin. Das wäre irgendwie ein bisschen langweilig dann auch irgendwann geworden. So. Ups. Ja gut, da muss auch noch was hin. Dementsprechend alles gar nicht so schlimm. So. Damit hätten wir zumindest schon mal die beiden Eingänge. Ich denke, das passt dann sogar so schon fast. Es ist zwar ein kleines Tor in dem Sinne. Ja, nee, die kannst du da nicht hinmachen, die kannst du eher hier vorne vormachen. Es ist zwar in dem Sinne eher ein kleineres Tor, aber an sich passt es sehr, sehr gut. Kommen da nämlich zwei dicke Türen rein. Und dann passt das. Zack, zack, zack. Und dann kann ich die Straße damit verbinden. Dann läuft die Straße sowieso hier anschließend in eine Zweierstraße aus, statt in so einer Dreierstraße, oder? Oder kann ich mit einer Dreierstraße auf meine Hauptstraße gut draufknüpfen? Ja, doch, kann ich. Ist die Frage, wo habe ich die Straße hier denn eigentlich hingeführt? Ich glaube, da, wo ich sie eigentlich. Nee, okay, die geht hier einfach stumpf geradeaus durch. Das ist gut. Das ist gut.
gucken wir mal, wie wir die Straße hier verbauen können, dass das alles auch passt und optisch gut aussieht. Ich würde sagen, erst hier anfangen, ansonsten sieht das komisch aus. Und ziehen erstmal den Mittelstreifen durch. Geht auch schön direkt am Brunnen entlang. Das ist doch schön. Alles, was mir im Weg ist, wird erstmal aus dem Weg geräumt. Zack, weg damit. Raus mit dem Baum. Braucht alles keiner hier. Ja, nee. Ja, genau. Da wollte ich den bestimmt hinhaben. Ey. So. Okay, nochmal ein Stück weiter geradeaus. Das macht dann schon mehr Sinn. So. Der Baum muss weg. Dann sieht man auch mal, welche Bäume noch alle weg müssen für den Weg. Dass wir noch ein paar Laternen basteln müssen. Schaufel habe ich keine mehr. Oh nein, stimmt, ich habe ja so viel hinten im Dorf immer gemacht. Aber der Baum hier muss definitiv noch weg. Der passt nämlich auch nicht in meinem Straßenplan. Genau wie der hier, der passt auch nicht in meinem Straßenplan. Alle, die so einen Block neben der Mittelspur stehen, müssen raus. Der könnte eventuell, kann man da drunter herlaufen? Wenn ja, dann passt der. Gut, der passt in meinem Straßenplan. Der passt nicht in den Straßenplan mit rein, die Birke. So, weg damit. Genau, dann machen wir uns eben mal neue Werkzeuge. Und räumen auch generell, wie viel Birken habe ich denn eigentlich? Okay, so viel Birke habe ich gar nicht gesammelt, wie erwartet. Ich hätte gedacht, das wird wahrscheinlich mehr. So. Dann schmeiße ich die Birke trotzdem mal hier in den Ofen. Wenn was soll's. Sind da trotzdem 36, mehr als ein halber Stack. Da geht gar nichts. Da geht aber noch ein bisschen Müll rein. Das kann da rein, das kann da rein. Muss ja hier so ein bisschen auf Freiräumen, wo dann die Dingens hinkommen. Komm, wir gehen mal eben kurz die Blumen verfüttern. Insofern die Bienen erwachsen sind, ansonsten pflanze ich die Blumen da irgendwo in der Nähe hin. Weil die Bienenstöcke, die müssen ja auch irgendwann mal voll gemacht werden. Nützt ja alle nix. Machen wir jetzt erstmal das eben fix. Voll die großen Umbaumaßnahmen. So viel ist schon lange nicht mehr hier im Hof passiert. Ja, und hier hat man dann halt eine relativ gute gerade Fläche zum Straßenbauen. Die zieht man dann einfach wirklich recht weit hier geradeaus durch. Ich glaube, so weit hätte ich gar nicht erst gehen dürfen. Oder sogar noch weiter. Ich glaube, die Straße können wir eigentlich relativ gut, relativ gerade durchziehen. Bis hier an diesen See, ne? Genau. Und an dem See müsste man dann, da könnte man auch dann gut die Anglerhütte hinbauen, von der ich mal geredet habe. Kann man dann hier rechts rum. Und dann kommt man eigentlich relativ problemlos hier rüber. Ups, sorry. Das ist gut, auch ohne großartiges Terraform oder sowas. So, die beiden kommen hier nochmal hin. So, habt ihr Bock, ihr beide? Ja, dann machen wir mal ein kleines Bienchen. Ups.
So, eine weitere Biene am Start. So kann's doch schon laufen. Schere habe ich, denke ich, mal mit, weil dann hole ich mir mal die ganzen... Kann sagen, wo ist denn das jetzt hingeflogen? Oben auf dem Baum. Hier, da, Erfahrungspopel. Sonst noch was? Nein, gut, alles klar. Dann passt das ja schon mal. Bin ich hier durch. Bin die Blumen los, was gut ist. Und kann mich jetzt nochmal erneut drum kümmern, dass ich schlafen gehe. Ach du Scheiße. Der Dach ist schon wieder rum. Oh nein. Oh nein. Haben wir echt nicht mehr lange, ne? Dann möchte ich ganz gerne gleich eben kurz Werkzeugen bauen, die Straße nochmal da ausheben und bauen. Cobblestone habe ich ja relativ viel. Und dann kann ich eine Runde ernten, wenn ich mein Inventar aussortiere. Eventuell schaffen wir das sogar nicht mal mehr mit mir. Das weiß ich nicht. Muss man gucken mit der Zeit, sonst machen wir das zum Anfang nächster Folge. Wisst ihr schon mal, worauf ihr euch dann Montag einstellen könnt. Ich glaube, das wird auch übrigens ziemlich gut aussehen, wenn irgendwann der komplette Berg als Burg vollgebaut ist. Das dürfte schon sehr, sehr episch werden. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal eben schlafen und trinken. Na? Können schon mal trinken eingießen. Ihr kennt das Spielchen. So, und jetzt ruhig mal was trinken. So. Dann, genau. Werkzeug. Kann ich hier irgendwo, ich habe doch hier irgendwo so eine Schublade, ne? Das kann da rein, das kann da rein. Das kann da nicht rein. Aber dafür habe ich auch eine hier. Genau, das kann da rein. Das kann da erstmal rein. Das kommt in die Krimskramskiste. Habe ich für Äpfel nicht auch irgendwo noch? Genau. Tierische Produkte. Da kann, Honig habe ich da auch. Beziehungsweise Honigwaben habe ich da auch schon drin. Holz habe ich ohne Ende. Das gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich eigentlich den Platz jetzt für die ganzen Werkzeuge am Start. Ja gut, das machen wir dann nochmal. Sonst verballere ich meinen Inventarplatz halt schon wieder. Ich brauche Cobblestone. Ich wundere mich gerade, warum kann ich nur Holzwerkzeug machen? Ja. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Cobblestone, ne? Mittlerweile überwiegt Erde einfach extrem. Na gut. Ich kann eigentlich gleich auch mal ein bisschen mehr Cobblestone im Inventar packen. 1, 2, 3. Und Äxte brauche ich Spitzhacken. Ne, Spitzhacken brauche ich gar keine. Schaufeln brauche ich 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Genau, da waren sie. So. Dann kann es weitergehen mit dem Rumgeschaufel hier. Ich muss mir irgendwann mal überlegen, wo ich die ganze Erde hinballer. Zack, zack, zack. Können wir gleich den Weg bauen und ich glaube echt, dann ist bald Feierabend. Ich glaube, das mit dem Ernten schaffen wir nicht, wenn wir den Weg gebaut haben. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Dann machen wir das am Montag mit dem Ernten direkt zum Anfang.
Ja gut, sieht halbwegs in Ordnung aus. Muss ja hier auch alles halbwegs symmetrisch sein. Ansonsten sieht er ja ein bisschen kacke aus. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass es gut aussieht. Stimmt, so habe ich recht. Ich habe recht, ich weiß. Da und da als Auslauf. Genau wie hier und hier als Auslauf. Und hier und hier. So, das geht hier erstmal gerade. Dann haben wir hier eine Kurve. Dann mache ich mal einmal so. Und so. Damit das nicht ganz so scharfkantig aussieht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So. Und dann können wir das Ganze mit Cobblestone auffüllen. Zack, zack. Vielleicht haben wir gleich auch irgendwo noch ein paar Türen, die wir reinballern können. Dann sind wir nämlich mit dem Tor fertig und dann kann ich das nämlich ganz gut als Screenshot für die letzte Folge machen. Ups. Ich glaube, ich hätte mehr Cobblestone mitnehmen müssen, aber egal. Aber egal. Die drei spare ich mir weg, weil da kommt dann die Treppe rein. Zack, zack, zack. So, ich brauche mehr Cobblestone. Ich glaube, so 2 oder 3 Stacks brauche ich wenigstens noch, bevor ich dann durch bin. Glaube ich. Da müsste noch einer so als Auslauf hin, genau wie da. Sieht dann hier eventuell ein bisschen komisch aus, aber das ist dann halt so. Genau wie eigentlich hier noch so ein Auslauf hin muss. Da. Ich passe das mal eben überall an, dass das nicht ganz so meh aussieht. Wobei das hier ist ja Kies, da kann ich das sogar tatsächlich so lassen. Ja, oder Moment mal, das mache ich anders. Zack, zack. Wenn ich schon dabei bin, machen wir das Ganze auch gleich mal schön. Zack, zack. So, sieht auch viel besser aus. Das gleiche gilt hier. Oh, da ist der Regen. Ich habe ihn fast vermisst. Oh, nur fast. Ach komm, ey. Geht weg. Niemand braucht Eier. Na gut, okay, niemand braucht einen Samen. Kommt. Ach nee, das ist ja auch Kies hier. Dann passt das. Dann müsste hier nur er ja weg. Und dann sieht das alles schon so ein bisschen sanfter aus. Und ich sage ja, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, ich pack's nicht. Ja, Krimskramskiste. Da haben wir noch Eier. Hier kommen der dazu, der dazu, der dazu, der dazu. Das hier so ein bisschen da rein. Hier sowas. Und Cobblestone brauche ich dann. 1, 2, 3. Haben wir noch Türen irgendwo rumliegen? Ich habe bestimmt irgendwann mal zuhauf gemacht, weil ich aus Versehen was Falsches gemacht habe. Nee, leider nicht. Nein, lol, das gibt ja mal 3 Türen. Och Mann, das ist wieder diese Verpeiltheit. Ah, Hilfe. Diese Verpeiltheit immer bei mir. Gibt ja 3 Türen mittlerweile. Ja, das ist ja nicht mehr nur noch eine Tür. Naja, gut. Habe ich eben jetzt 6 Türen. Auch nicht so schlimm.
Ich mache jetzt diesen Abschnitt der Straße mal eben fertig, mache die Türen rein, mache den Screenshot und dann ist Eierfarbend. Weil mit Treppen und so weiter die Straße kriege ich komplett sowieso nicht mehr fertig. Machen wir beim nächsten Mal die Ernte und so eine Geschichten. Schon den ganzen Stick-Cobblestone verballert. So, das kommt weg. Und der kommt weg. So, dann nehme ich mal kurz die 6 Türen in der Hand. Viel zu viele geworden, ey, schon wieder. Ja, ich bin definitiv ein Stückchen weit verpeilt. Aber das hat ja auch keiner angezweifelt, dass ich verpeilt bin. Ich kann hier nicht hoch, ich wollte gerade sagen, lass mich hier hoch, Kollege. So, machen wir damit jetzt einen Screenshot. Und dann ist die Folge vorbei, Leute. Aber noch nicht abschalten, ich muss euch gleich noch was Wichtiges sagen. Zack, 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 zack. Nämlich, wir sehen uns an der Stelle das nächste Mal wieder. Schaut dort in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr alle Links zu Social Medias, Discord, zwei Drittkanälen, Twitch und sonstigen Kram. Alles, was wichtig ist. Überall vorbeischauen. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Und dann bewertet das Video, schreibt Kommentare und sonst was. Ihr kennt das Spielchen. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer NicoTube. Cheerio!